In diesem Video möchte ich euch gerne zeigen, wie ich aus drei minimalen Dingen einen Bratwurst-Sauerkraut-Wrap zubereite. Und wie das Ganze funktioniert und was ihr dafür Zutaten braucht, das seht ihr jetzt. Das sind die Zutaten, die wir brauchen für den Sauerkraut-Bratwurst-Wrap. Logischerweise Sauerkraut, ein bisschen Hanswurst von Red Mountain. Dann habe ich jetzt hier drei Würstchen von der Veggie-Bude. Das sind Dry-Age-Mangalitzer-Würstchen, ein bisschen Senf und logischerweise Tortillas. Als erstes machen wir grob 2 Esslöffel von den Hanswurst hier mit in den Sauerkraut rein, vermischen das und lassen das dann jetzt erstmal eine Runde quellen, weil da sind ja auch noch Gewürze drin, damit sich das Ganze dann verbindet. Ja, und dann geht es gleich am Grill weiter. Jetzt kommt eigentlich für euch das langweiligste überhaupt, und zwar Würstchen angrillen. Das brauche ich euch nicht zeigen. Ich grill die jetzt hier auf dem Weber Performer, ich sage jetzt mal pro Seite circa 2 Minuten an, bis sie richtig braun sind. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder. Würstchen sind angegrillt, war sind sehr fettige Angelegenheit, aber ist bei Mangalitzer normal. Was wir jetzt machen, und zwar ein bisschen Senf hier drauf machen. Und neben diesen Senf oder auf diesen Senf kommt jetzt der durchgezogene Sauerkraut. Richtig schön ordentlich verteilen. Und nochmal ein bisschen hier. Kann ruhig, wie gesagt, ordentlich sein. Und auf diesen oder neben diesen am besten kommt dann eine Wurst. Die Wurst habe ich jetzt nicht komplett durchgegrillt, weil die werden ja jetzt nochmal indirekt gegrillt, aber das seht ihr ja gleich am Grill selbst. So, die Wurst daneben platziert, hier liegt das Sauerkraut. Jetzt klappt ihr die Ecken rum, beide Seiten, nehmt den hinteren Teil vom Tortilla oder vom Dürüm oder wie auch immer ihr ihn nennen wollt, klappt ihn so rüber. Somit habt ihr beide Seiten geschlossen. Zieht es wieder wie gewohnt ran und rollt es dann nach oben. Ja, und schon habt ihr diesen kleinen Tortilla-Wrap fertig und dann kommt das gleich auf den Grill. Als nächstes kommen dann die gerollten Tortillas oder die Wraps in den indirekten Bereich. Bei, ich sag jetzt mal, starker indirekter Hitze von ca. 200 Grad. Ja, und dann schauen wir in einer Viertelstunde nochmal nach. Viertelstunde ist rum, wir schauen jetzt mal nach. Perfekt. Ich nehme sie jetzt runter, da gibt es noch ein Tellerbild. Ja, nur würde ich sagen, sind die Bratwurst-Sauerkraut-Wraps auch schon fertig. Das war ja also der Sauerkraut-Bratwurst-Wrap vom Weber Performer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war auf jeden Fall super lecker, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen für dieses Video. Für die genauen Angaben oder eben halt anderen Rezepte, schaut einfach auf tobiasgrill.de nach und ihr könnt mich auch abonnieren. Das findet ihr unterhalb von diesem Video.